Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, ich habe euch vor 2 Tagen gefragt, welche Video-Vorschläge ihr habt. Und es haben sich einige wieder einen Vlog gewünscht. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie mein Alltag aktuell aussieht. Ihr wisst ja, ich bin schwanger. Und aufgrund von Corona bin ich auch im Beschäftigungsverbot. Das heißt, ich gehe aktuell nicht arbeiten. Und ja. Es heißt aber trotzdem nicht, dass ich den ganzen Tag hier faul auf der Haut rumliege. Natürlich gibt es auch mal solche Tage. Und ich stehe auch in der Regel sehr früh auf. Außer heute, wie ihr gesehen habt, denn ich habe eine sehr holprige Nacht. Man sieht das auch an mir, ich bin noch total müde und hätte bestimmt noch am liebsten noch länger im Bett gelegen. Es ist irgendwie seit ein paar Wochen so, dass ich einfach mitten in der Nacht wach werde, so zwischen 3 und 4 Uhr und dann meistens 2 Stunden einfach nicht mehr schlafen kann. Ja, und heute war es so eine Nacht. Ich bin 2 Stunden rumgegeistert, bin dann aber glücklicherweise eingeschlafen, ja, und gerade eben wach geworden. Ich befinde mich jetzt in der Küche und werde mir mein Frühstück zubereiten. Mein Frühstück besteht meistens aus einem Glas schwarzen Tee, also Glas. Ich sage wirklich bewusst Glas. Ich habe keine Tasse, also ich nehme keine Tasse, sondern ein Glas, und ich schmiere mir auch 2 Brote, und das mache ich jetzt. So schaut mein Frühstück aus. Ich habe mir jetzt ein Brot mit Leberwurst gemacht, ein Brot mit Schokocreme und mein Tee, und dann begebe ich mich meistens auf die Couch und Frühstück auf der Couch, weil ich das kreislauftechnisch sonst anders nicht hinbekomme. Und es ist ja auch viel bequemer auf der Couch, ne? Was bei mir morgens nie fehlen darf, ist Sat.1 Frühstücksfernseher. Egal ob in der Zeit, wenn ich arbeite oder wie jetzt aktuell zu Hause bin, ich gucke immer Sat.1 Frühstücksfernseher. Und ja, so starte ich meinen Tag. Leute, das ist übrigens mein Highlight des Tages, wenn ich morgens mein Baby begrüße. Ist immer so schön, der wacht immer nach dem Frühstück auf. Wie ihr sehen könnt, ist er gerade ein bisschen aktiv. Hier tritt er. Und hier, also wie gesagt, jetzt gerade hält sich das noch im Grenzen. So aktiv ist er gerade nicht. Aber es ist immer so schön. Und deswegen liege ich auch meistens beim Frühstücken auf der Couch, weil danach, wie gesagt, ist der kleine Mann aktiv. Ja. Übrigens, für einen kommt es vielleicht ein bisschen strange, wenn man mit seinem Bauch redet. Aber es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es gut ist, weil das Baby auch jetzt sich schon, also klar, an meine Stimme hat er sich schon langsam dran gewöhnt, aber auch an die Stimme vom Papa gewöhnt der Kleine sich jetzt so langsam. Hier tritt er gerade. Genau, falls ihr euch fragt, wie der aktuell liegt. Ich kann das nämlich immer sehr gut spüren. Sein Kopf ist hier, also sein Körper ist hier. Und seine Beine sind hier. Genau, und mit den Händen haut er auch hier so drauf. Nachdem ich gefrühstückt habe, mache ich hier ein bisschen die Küche sauber. Ihr seht, hier ist noch was im Waschbecken und die Arbeitsfläche muss sauber gemacht werden. Und dann werde ich mich fresh machen. So, die Küche ist sauber. Ich lasse immer meinen Teller und mein Glas stehen, da ich in 1-2 Stunden nochmal essen muss. So, jetzt haben wir kurz nach 10 und ich werde mich jetzt selber fresh machen. Habe mir eine Sprudelflasche gemacht, denn ich brauche den ganzen Tag über sehr viel zu trinken. Genau. So, jetzt geht's Zähne putzen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut genug sehen. Alter, verdammt. Ich sehe heute in dem Licht echt, na okay, ich sehe auch nicht nur im Licht gerade sehr schlimm aus. Deswegen, ich putze jetzt meine Zähne. Meine Morgenroutine ist eigentlich, ja, nicht sonderlich aufwendig. Ich putze mir die Zähne, wasche mein Gesicht und trage mir eine Tagescreme auf. Das meiste findet bei mir abends statt. Also abends habe ich eher so ein Ritual, was ich mit meiner Haut mache und so. Falls ihr daran Interesse habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich euch meine ausführliche Abendroutine abdrehen, aber jetzt erstmal Zähne putzen. Ich habe mein Gesicht ganz normal mit Wasser gewaschen und dann trage ich, wie gesagt, eine Tagespflege. Ich habe hier eine
Creme von einer Marke, die ich aktuell teste. Dazu wird es auch in der nächsten oder übernächsten Woche ein Video geben. Ich blende es euch aber jetzt trotzdem mal ein. Und zwar ist das von Prettyful, ist das hier so ein Plum Cream. Das kann man abends und auch morgens auftragen. Und so schaut es aus. Und wie gesagt, ich bin das jetzt schon seit 2 Wochen am Testen. Und ja, mit der Creme bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und das trage ich reichlich auf mein Gesicht auf. Und verteile das Ganze. Lass es jetzt gut einwirken und danach ja, kommt mein Tages-Make-up drüber. So, ich werde jetzt mein Tages-Make-up machen. Dafür benutze ich eigentlich gar nicht so viel. Eigentlich benutze ich nur einen Concealer, ein Finish-Puder, ein Bronzepuder und ein Blush und natürlich eine Wimperntusche. Und da ich heute auch noch was vorhabe, werde ich mir auch noch Wimpern drauf machen. Da benutze ich aktuell solche Magnetwimpern. Da trage ich den Magnet-Eyeliner-Strich auf und ja, mache diese Wimpern drauf. Kann ich euch gerne gleich nochmal zeigen, wie ich das mache. Ja, genau. Ich werde mich jetzt erstmal schminken. Mir ist so heiß, dass ich jetzt meinen Bademantel ausziehen muss. Nicht, dass ihr denkt, dass ich nackig sitze. Nein. Ich habe noch ein BH an. Puh, mir ist sehr heiß. Und ich sehe heute einfach in jedem Licht so furchtbar aus. So, ich bin fertig gerichtet. Falls ihr ja, genauer sehen wollt, wie ich mein Tages-Make-up mache, okay, heute ist natürlich schon ein bisschen was Auffälliges, weil ich die Wimpern drauf gemacht habe, dann schreibt das mir auch gerne unten in die Kommentare. Dann drehe ich für euch gerne mein ja, aktuelles Tages-Make-up ab. Genau, für mich ist das sehr wichtig, dass ich mich morgens richte, mich anziehe, mir die Haare mache, weil ich sonst einfach nicht in die Pötte komme und einfach gar nichts schaffe. Also ich gammel dann nur rum den ganzen Tag, wenn ich, ja, wie gesagt, einfach nicht frisch aussehe in diesem Gammel-Look. Deswegen auch, wenn ich zu Hause bin, versuche ich mich etwas zu richten. Und ja, meine Haare werde ich jetzt auch gleich noch machen, aber bevor ich die Haare mache, werde ich meinen Bauch einölen und ja, das wollte ich euch gerne mal zeigen. Also, so sieht meine Kugel aktuell aus. Ich benutze das Schwangerschaftsöl von Weleda. Und das gebe ich mir einfach auf die Handspitze. Ein paar Pumpe, also es ist schon fast leer. Aber meine Schwiegermama hat für Nachschub schon gesorgt. Und dann creme ich einfach den Bauch ein. Das mache ich morgens und abends. Genau, der kleine Mann liegt hier gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Genau, also morgens mache ich nicht so viel Öl drauf, weil ich mich ja auch gleich wieder anziehe. Und ja, ein bisschen. Werde ich ein bisschen meine Haare machen. Dafür nehme ich hier diesen Lockenstab hier. Da habe ich euch auch ein Tutorial gezeigt, wie ich die Haare mache. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht abfilmen, sonst wird das Video hier einfach zu lang. So, Haare sind gemacht. Jetzt brauche ich nur noch ein Outfit. Und dank meiner Oma habe ich jetzt auf jeden Fall ein paar Outfits parat. Wie gesagt, ich habe ja heute was vor, deswegen werde ich auch etwas Schickeres anziehen. Ich werde jetzt ein Kleidchen anziehen und außerdem möchte ich auch noch ein Bild heute machen, denn auf Instagram habe ich irgendwie letzte Zeit sehr wenige Bilder hochgeladen und deswegen finde ich, sollte ein aktuelles Bild ja online gestellt werden, am besten auch mit meinem Babybauch und passend zu dem Geschlecht unseres Babys. Bevor ich ganz vergesse, muss ich auch noch ja, mein Folio nehmen, das nehme ich schon von Beginn auch der Schwangerschaft, also hier ist ja schon Phase 2, also das werde ich auch weiterhin bis zur Geburt und danach auch noch die Stillzeit übernehmen. So sieht mein Outfit für heute aus. Wie gesagt, das Kleid ist von meiner Omi und das ist echt optimal für das Wetter. Mein Bauch hat schön Platz, es ist luftig und wie ihr sehen könnt, habe ich hinten mir eine Schleife gebunden, statt hier vorne, weil das finde ich dann irgendwie ein bisschen too much mit dem Bauch und einer Schleife. Genau, so jetzt muss ich mich erstmal kurz
hinsetzen und runterkommen. Wie ihr merkt, ich bin total aus der Puste, auch wenn ich noch gar nicht viel gemacht habe, aber es ist schon so schwül. Außerdem muss ich auch gleich hier mal alle Fenster zumachen, weil es wird dann doch jetzt etwas zu warm hier drin. Wir sind ja heute bei meinen Schwiegereltern zum Essen eingeladen und damit ich nicht ganz mit leeren Händen dorthin komme, habe ich mir gedacht, bereite ich etwas vor. Und zwar möchte ich hier so Eis selber machen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Das soll auch mindestens 4 Stunden in den Gefrierfach. Das müsste eigentlich ausreichen. Hier habe ich einfach so Bonbon-Vanille und Schokolade. Und das packe ich dann hier in diese Kunststoffschüssel. Und ja, wie gesagt, ist besser als nichts. Das war jetzt echt ganz easy zu machen. Ich werde das jetzt noch mit Frischhaltefolie abdecken und dann in den Gefrierfach. Das steht ja für mindestens 4 Stunden. Also bei mir wird das eigentlich genau 4 Stunden drin sein, bis ich fahre. Ich habe mir jetzt hier ein kleines Set aufgebaut und werde jetzt mein Bild machen für heute, beziehungsweise dann für euch für gestern. Also falls ihr das Ergebnis sehen wollt, geht einfach auf meinen Instagram-Account. So, die Bilder sind jetzt auf meinem Computer. Ich werde jetzt ein schönes Bild aussuchen und das bearbeiten und das auch direkt hochladen. Es haben einige gefragt, was ich denn alles schon für das Baby habe. Es ist noch nicht so viel, aber ich finde, es ist doch schon reichlich. Also das habe ich euch ja auch schon auf Instagram gezeigt, das ist hier diese Wickelauflage für diesen Hemmnis, also für die Hemmniskommode. Die habe ich von meiner Schwägerin bekommen, habe ich selber weiß gestrichen. Hier fehlt, wie ihr sehen könnt, noch eine Wickelauflage und hier auch die ganzen Körbe, wo man die Windel reinmacht und so ein Kram. Also das kommt nach und nach. Außerdem möchte ich auch das hier abdecken und einen Heizstrahler. Bin ich mir leider noch nicht 100% sicher, ob wir uns einen anschaffen, weil es doch hier warm ist. Und wir haben ja auch einen Ofen und das befindet sich ja hier bei uns im Obergeschoss. Das heißt, wenn ich die Tür aufmache, kommt hier doch eine Wärme hoch und hier ist auch eine Heizung zur Not. Deswegen, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Die Lampe kommt hier natürlich weg. Dann haben wir hier schon mal ein Fotoalbum für unseren kleinen Jungen. Hier sind so ein paar Sachen, Magazine hier, das haben wir von meiner Oma gekriegt. Dann haben wir hier schon mal für das Baby Meilensteinkarten. Dann haben wir hier ein paar Spucktücher, Waschlappen, die ich schon besorgt habe. Also das haben wir geschenkt gekriegt, alles andere habe ich gekauft. Dann haben wir hier, das habe ich ja von der Oma von Marius gekriegt zum Geburtstag. Das ist ja ein Mädchenteil, aber das behalte ich trotzdem. Also nicht, dass unser Junge das anziehen wird, aber ich behalte es. Hier würden dann die Windeln reinkommen. Also hier habe ich bis jetzt nur das, was wir geschenkt gekriegt haben. Was haben wir hier? Ja, hier ist alles Mögliche drin und noch ein paar Sachen für mich. Also Schwangerschaftsöl, hier nochmal Nahrungsergänzungsmittel. Dann in dieser Schublade befinden sich, hier sind Langarm-Bodies bzw. Pyjamas. Dann haben wir Kurzarm-Bodies, hier sind Wickel-Bodies und auch normale. Dann Langarm-Wickel-Bodies und hier nochmal so Strampler ohne Ärmel. Ich habe alles gewaschen und auch alles gebügelt. Die meisten Sachen oder eigentlich fast alles habe ich von meiner Schwägerin gekriegt, weil ich ja 2 Neffen habe. Der Kleinste ist jetzt 4 Monate alt und, nee, Quatsch, 3 Monate alt und deswegen haben wir jetzt schon mal ein paar Sachen bekommen. Wie gesagt, ich habe alles gebügelt und gewaschen und auch sortiert. Also das war jetzt Größe 56. Hier geht es weiter mit Größe 56. Hier haben wir ein paar Oberteile und T-Shirts. Wird unser zwar bestimmt, ja, Oberteile schon, aber T-Shirts wird er wahrscheinlich nicht tragen, weil unser Kind ja im Winter geboren wird. Hier sind ein paar Hosen, auch für den Anfang hier nochmal ein Jäckchen. Hier haben wir ein paar Söckchen. Guckt euch mal an, wie klein diese Söckchen sind. Ein paar Mützen und das sind so ganz kleine Sachen. Also das ist hier Newborn, also Größe 50. Da ich ja nicht weiß, wie groß unser Kind sein wird, habe ich hier erstmal hier reingemacht. Also wie gesagt, ich habe alles nach Größen sortiert. Und ups, hier haben wir eine Schmusedecke, beziehungsweise hier so eine Decke. Dann ist hier ein Tragetuch. Muss ich auch noch ausprobieren, wie das funktioniert. Hier haben wir ein paar Schlafsäcke, also sind 3 Stück, aber die sind für den Anfang noch zu groß, glaube ich. Und hier haben wir Größe 62 alles drin, also hier sind Oberteile, Bodies, Kurzarm, Bodies Langarm. Dann haben wir hier Pyjama, also so Schlafstrampler. Hier sind 2 Sets drin, also hier sind so Sets, also es kann, wenn unser Baby als Riese zur Welt kommt, auch direkt anziehen. Und dann hier nochmal ein paar Hosen. Also von Größe 50 bis 62 haben wir jetzt schon mal genug.
Ja, das sind die Sachen, die zurück an meine Schwägerin gehen. Die haben wir jetzt nicht gebraucht. Genau, und dann zeige ich euch gleich unten, was ich da noch habe. So, ich backe mir jetzt Brötchen auf. Ich werde nichts zum Mittag kochen. Ich werde einfach jetzt zwei Brötchen essen. Ich habe noch Tomate Mozzarella, weil ich ja auch in zwei Stunden, ne, in eineinhalb Stunden ja schon zu meinen Schwiegereltern fahre. Und ich denke mal, dass es in zwei, drei Stunden auch wieder was zu essen geben wird. Deswegen gibt es für mich nur Brötchen. Und dann wollte ich euch zeigen, was wir für den kleinen Wurm noch haben. Und zwar habe ich schon den Trip-Trap hier gekauft in Grau. Der ist aber noch nicht aufgebaut. Genauso wie diesen Newborn-Aufsatz hier. Also habe ich auch neu gekauft. Der ist auch ebenfalls in Grau. Ich bin mir aber leider irgendwie noch nicht sicher, ob das so eine gute Entscheidung war, den zu kaufen. Weil meine Schwägerin den auch hat, also den Newborn-Aufsatz. Und ich weiß nicht, hier auf dem Bild sieht das ganz anders aus vom Winkel her, als es in Real Life ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der Aufsatz von meiner Schwägerin irgendeine Macke hat oder so. Ja, auf jeden Fall, mein Neffe sitzt einfach viel zu steil da drin. Also es sieht einfach aus, als würde er runterrutschen. Also hier sieht ja aus, als würde das Kind ganz normal drin, ja, fast liegen. Deswegen, wir haben es noch nicht ausprobiert. Wenn wir dann irgendwann jetzt bald aufbauen und ja. Mein Essen ist fertig. Ich habe mich auch umgezogen, weil ich nicht möchte, dass mein Kleid dreckig ist oder dreckig wird. Ich lege mich jetzt auf die Couch und werde noch eine Folge von Sunset Sailing gucken. Ich suchte gerade die Serie und ja, dann werde ich mich auch schon langsam auf den Weg machen zu meinen Schwiegereltern. Einer Folge wurden drei. Ich werde mich jetzt schnell wieder in mein Kleid schmeißen, meinen Eyeliner nachziehen und dann fahre ich los. Ich muss ja mal das Fenster zumachen, weil die Sonne jetzt hier reinballert. So. Genau. Ja, und dann wie gesagt, geht's los zu meinen Schwiegereltern. Ich darf das Eis nicht vergessen, was ich gemacht habe. Ich neige nämlich dazu, Sachen zu vergessen aktuell. Ja, genau. Schnell anziehen. Und dann zeige ich euch auch noch, was ich noch für das Baby habe. Und übrigens gut, dass ich mich vorhin umgezogen habe. Seht ihr? Ein Fleck. So, ich wollte euch unseren Kindersitz zeigen, den wir uns gekauft haben. So sieht er aus. Der steht auch schon in meinem Auto. Wir haben den hier angeschlossen. Das ist einer von Cybex. Mega cool, auch mit dieser Station. Das Coole daran ist, dass man... Na, mit einer Hand ist das auch ein bisschen tricky. Na, kriege ich es hin? Genau, dass man den Sitz auch so drehen kann. Das ist mega cool. Besonders geil ist auch an dem Sitz, dass es ja schon hier das Dach drauf hat. Moment. Das ist gerade ein bisschen eng im Auto. So, also es geht natürlich bis ganz vorne durch und dass man den Sitz auch in Liegeposition bringen kann, wenn es auf dem Kinderwagen draufsteht. Das ist halt mega cool. So, ich muss jetzt los. So, das Eis habe ich nicht vergessen. Das ist hier. Genau, also wie gesagt, hier in meinem Auto ist der Kindersitz. Genau, ihr fragt euch bestimmt, warum jetzt schon so früh. Wie gesagt, ist ja mein Auto, damit fahren wir eh nicht so viel rum. Und ja, wir wollten das mal demonstrieren, meinen Schwiegereltern, wie unser Kindersitz aussieht. Und deswegen haben wir das einfach da schon eingebaut. Und außerdem ist es auch ganz easy, wieder rauszumachen. Also wenn wir irgendwie sagen, wir wollen jetzt doch mit meinem Auto mit mehreren Leuten wegfahren oder wie auch immer, können wir den ja immer noch rausmachen. Genau, ich mache mich jetzt auf den Weg. Meine Schwiegereltern haben schon gerade geschrieben, dass wir doch im Garten sind. Ich dachte eigentlich, dass wir oben sind. Aber naja, ist ja auch okay, ne? Ich hoffe, dass es da aktuell Schatten ist. Und ich bin so glücklich mit diesem Auto. Ich habe nämlich jetzt Klimaanlage, Leute. Das hatte ich ja vorher in meinem Cabrio nicht gehabt. Aber wie gesagt, jetzt habe ich Klimaanlage, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, Fenster aufzumachen. Dann sind meine Haare nämlich alle futsch. Genau. Ich fahre jetzt los und melde mich dann, wenn ich da bin. So, ich bin schon angekommen. Maris ist aber noch nicht da. Aber er hat ja auch noch 12 Minuten. Aber er ist bekannt dafür, dass er zu spät kommt. Oh, Leute, es ist einfach so heiß. 34 Grad. Noch, wie eben schon gesagt, ich bin einfach so dankbar und glücklich, dass ich eine Klimaanlage habe. Ist echt so viel wert. So, statt in der Laube sitzen wir heute hier auf der Wiese. Ist nämlich viel angenehmer. Ja, bei denen oben ist es wohl ziemlich warm. Ich habe jetzt meinem Schwiegerpapa das Eis gegeben, dass er es nochmal im Gefrierfach tut. Der war überrascht, dass ich so früh bin. Weil mit Marius komme ich immer zu spät.
So, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause, beziehungsweise wir machen uns auf den Weg nach Hause. Es zieht nämlich ein böses Gewitter auf und deswegen jetzt ganz schnell nach Hause und dann umziehen und ab auf die Couch. So, ich bin zu Hause angekommen. Es ist inzwischen schon mega dunkel, obwohl wir gerade mal 8:30 haben. Und hier bei uns geht echt gerade die Welt unter, gefühlt. Also stark regnet tut es noch nicht, aber es ist total windig. Und Moment, Licht an, genau. Und ja, es liegen so viele Äste überall rum. Ich frage mich, wo der Marius ist, weil eigentlich ist er vor mir losgefahren. Ja, wie gesagt, ich werde mich gleich umziehen, abschminken und einfach nur noch mal kurz auf die Couch legen, mal die Fenster aufreißen und danach auch schlafen gehen. Und hiermit verabschiede ich mich auch von diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war auf jeden Fall ja, ein sehr entspannter Tag in meinem Leben, aus meinem Leben. Also es geht nicht immer so zu. Es gibt Tage, wo ich viele Termine habe. Dann gibt es auch Tage, wo ich viele Videos drehe oder einige Videos drehe, die dann auch bearbeite. Aber heute war ein relativ entspannter Tag. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat ja mein Einblick in meinen Alltag, euch mein Einblick in den Alltag gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich könnt ihr mir gerne eure Fragen oder wie auch immer unten in die Kommentare schreiben. Und vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!